Ich habe in der letzten Folge euch versprochen, dass ich euch nicht so lange warten lasse. Und da ich meine Versprechen auch halte, gibt es heute schon wieder ein Fiverr-Video. Ich habe erst recht nach der gescheiterten letzten Episode das Bedürfnis, euch heute eine bessere und vielleicht qualitativ hochwertige Folge bezüglich der Sachen, die wir uns so gekauft haben, zu bekommen. Deswegen habe ich tatsächlich auch noch mehr Geld als in der vorherigen Folge insgesamt ausgegeben und habe unter anderem eine Bestellung für 250 Euro im Paket. Und wir haben ja meistens sehr gute Erfahrungen mit den teuersten Bestellungen gemacht. Wer dieses ganze Format nicht kennen sollte, wir bestellen uns auf Fiverr ein paar Sachen und dann gucken wir uns die zusammen an und sind meistens vielleicht enttäuscht, aber es wird irgendwann dieses eine Juwel dabei sein. Dieses wirklich absolut kranke. Ja, wir werden sehen, ob das wirklich mal dabei sein wird. Aber wir haben auf jeden Fall schon eine Menge Sachen in diesem Projekt insgesamt gekauft. Angefangen bei PvP-Unterricht. Du hattest auf jeden Fall früher auch gegebenen Namen. Nein, Basti. Texture Packs. 20 Euro, was ist das halt? Intros. YouTube-Banner. Yeah. Skins. Wer ist Erden? Ikeas. Eine aus dem Internet heruntergeladene Map. Nochmal Texture Packs. Bearbeitete Ingots. Winterlandschaften. Animationen. Montagen. Nee. Waffen. Was ist das? Und was wir uns heute in der Episode kaufen werden, seht ihr bereits im Titel. Aber um zu erklären, warum ich mir gerade das kaufe, ihr kennt eventuell ihn hier. Und ich glaube, wie man auch gerade sehen kann, ist ihm schon so ein bisschen langweilig. Der altbekannte Enderdrache, der wurde in den letzten Folgen schon ziemlich häufig von uns, sage ich mal. Ja, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, er wurde schon sehr oft gekillt. Und er tut mir ein bisschen leid, weswegen wir ein bisschen Abwechslung in Minecraft hineinbekommen sollten. Deswegen haben wir uns neue Endbosse für dieses Spiel dazu gekauft. Und zwar einmal für 5, für 15, für 50 und für 250 Euro haben wir uns neue Endbosse für Minecraft coden lassen. Ich bin sehr gespannt, was wir am Ende für Ergebnisse haben werden und ob wir dieses Mal vielleicht wirklich eine sehr, sehr gute Bestellung am Ende haben werden. Sollte euch das Ganze auf jeden Fall gefallen, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Immer wieder insane zu sehen, wie dieses Format so krass bei euch ankommt. Dementsprechend würde ich mich riesig freuen darüber. Abonniert auch sehr gerne diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und bevor ich es vergesse, ihr seht hier nochmal die Beweise, dass ich das Ganze gekauft habe. Aber irgendwas höre ich hier gerade. Was ist das? Es sieht wohl so aus, als hätten wir Post bekommen. Und zwar von meinem Langzeitpartner Asus Republic of Gamers. Die haben mir nämlich etwas ziemlich Besonderes zukommen lassen. Und ich habe heute die Ehre, euch dieses Monster, diese Bestie, vorzustellen. Ich bin mir ziemlich sicher, so etwas habt ihr bis jetzt noch nie in eurem Leben gesehen. Die Rede ist vom ROG Zephyrus Duo 15, dem ersten Gaming-Notebook mit revolutionärem Doppeldisplay. Ja, richtig, das Teil hat zwei Bildschirme. Sieht nicht nur super stylisch aus und ist allemal ein krasser Eyecatcher. Das zweite Display fördert deine Multitasking-Fähigkeit um Längen. Somit kannst du egal beim Spielen, beim Bearbeiten oder Erstellen von jeglichen kreativen Sachen oder in x-beliebigen Prozessen diesen zweiten Monitor als zusätzliche Fläche benutzen, um nie den Überblick über jegliche Prozesse zu verlieren oder um deine generelle Bildschirmfläche immens zu steigern. Durch das Anheben des zweiten Displays kann eine wesentlich intelligentere Kühlsystematik Platz finden und das Notebook selbst bei höchsten Prozessen weiterhin ideal kühlen. Denn glaub mir, du kannst diesem Notebook wirklich die härtesten Prozesse überlassen. Unter anderem ein Intel i9 Prozessor der 10. Generation, eine GeForce RTX 2080 Super, 32 GB RAM mit einer 2 TB SSD. Das Ganze gibt es auch als Ausführung mit einem i7 und einer RTX 2070S. Und diesen Monster-Luxus kannst du dir in einem ultrascharfen und kontrastreichen 4K-Display angucken. Du kannst natürlich auch die Variante in Full HD wählen und zusätzlich nochmal eine Frequenzrate von 300 Hertz genießen. Nun stellt sich eventuell die Frage, dass man sagt, okay, das klingt alles sehr verlockend und auch sehr nice, aber bei solchen kranken Features, da muss doch das Design wie auch das Gewicht drunter leiden. Aber das stimmt nicht. Das Zephyrus Duo hat stets noch ein super schlankes Aussehen und weist nur ein Gewicht von 2,6 Kilogramm auf. Und außerdem hält der Akku auch ziemlich lange aus. Denn in
meinem Gerät haben wir einen 90 Wattstunden Akku verbaut. Und dieser kann eben auch unterwegs das ganze Gerät ordentlich mit Power versorgen. Somit finden wir hier rundum ein absolut krankes Produkt vor. Und ich möchte mich bei meinem Langzeitpartner Asus Republic of Gamers bedanken, dass sie dieses Video einmal unterstützen und mir die Möglichkeit bieten, euch solche kranken Sachen zu zeigen. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Wir befinden uns auf dem ersten Server und haben den Endboss für 5 Euro draufgeladen. Ich habe generell jedem, erstmal um das vorneweg zu sagen, das gleiche mitgeteilt. Und zwar möchte ich einen neuen Endboss haben für dieses Spiel. Dabei erwarte ich ein Ritual, wie man diesen spawnen kann. Dann einen neuen Boss. Meinte dazu spezifisch, ich möchte ein neues Design haben. Und es soll an sich ein relativ kniffliger Fight sein, also es soll auch wirklich ein Endboss sein. Logischerweise ist es für mich jetzt ziemlich schwer herauszufinden, was er für einen Endboss hier gemacht hat. Deswegen muss ich mich gewissermaßen spoilern lassen und die Nachricht, die er mir zu der Bestellung gegeben hat, lesen. Und zwar hat er einen neuen Endboss eingebaut, der kann auch mit einem gewissen Ritual gespawnt werden. Und zwar muss man dafür ein Item bekommen, was man beim Töten eines Monsters bekommt, was es bereits im Spiel schon gibt. Und zwar geht es um das Reittier, was man auch aus Raids kennt. Wenn man den nämlich tötet, bekommt man normalerweise einen Sattel. Den bekommen wir immer noch. Aber zusätzlich sollen wir auch noch ein Horn bekommen. Und zwar dieses hier. Das sieht auf jeden Fall erstmal nach einer selbstgemachten Textur aus. Wir reden halt hier über das 5-Euro-Plugin. Aber er hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben und hat halt ein Horn gemacht. Und wenn ich dieses benutze, dann soll wohl der neue Boss kommen. Und man kann sich schon denken, es hat mit den Piglin zu tun. Also es soll wohl ein Piglin, irgendein neuer Piglin kommen, der so ein... Ja, er soll kommen. Er ist der Pillager Lord und er reitet eben auch dieses Reitding. Zusätzlich hat man auch mal ein paar Evoker und die Vex-Monster. Die sind, by the way, super cool. Aber insgesamt sehe ich es so an, als wenn er einfach den... Es gibt ja auch so, sage ich einfach mal, Pillager, die mit einem Crossbow dieses Ding reiten. Er hat die Textur nochmal ein bisschen angepasst. Er sieht auf jeden Fall aus wie eine Eule. Also... Ich glaube, das soll irgendwie eine coole Maske sein, aber er sieht legit aus wie eine Eule. Und er soll jetzt sozusagen der neue Endboss sein. Also von den Skills her, ihr habt gesehen, alle paar Sekunden oder Minuten spawnt er auf jeden Fall eine komplett neue Wave an Monstern, die auf jeden Fall super schwer sind. Die Lebensbar seht ihr oben. Er hält schon... Was passiert, wenn ich ihn... Okay. Also er hält nicht so viel aus. Ich habe gerade nur ein unenchantetes Dia-Schwert und kein Effekt. Okay, man bekommt ein separates Achievement, wenn man eben diesen Lord tötet und die anderen Monster bleiben eben weiterhin erhalten und mit denen muss man ehrlich sagen, also das ist eher der Endboss, was er halt eben spawnt. Er selbst, wir können es gleich nochmal probieren. So, er selbst, mal sehen, ob er, was hat er so drauf? Ich meine, es ist wahrscheinlich einfach nur ein Pillager mit einem Crossbow und der kann eben spawnen. Also er spawnt eben andere Sachen. Droppt dazu nochmal. Oh, er droppt dazu nochmal. Also man muss sagen, es ist schon nicht gerade verkehrt, denn er droppt nochmal diesen Kopf. Man kriegt auch Hero of the Village, wenn man sozusagen ihn getötet hat. Also er zählt als ein kompletter Raid. Und der ist halt einfach ein Kopf. Ja. Hilfe. Muss ich ehrlich sagen, von der Idee her, gar nicht so verkehrt. Es ist halt relativ simpel, natürlich. Es ist halt einfach aus einem bestehenden Raid einfach etwas hinzugefügt. Aber wir reden hier auch über die 5-Euro-Bestellung. Und ich meine, was solltest du erwarten für 5 Euro? Es ist auf jeden Fall nicht so viel. Und ich muss sagen, dass das eigentlich schon ein grundsolider Anfang ist. Und ich finde es gar nicht mal so schlecht. Schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn du den jetzt tötest, kann der dir ein neues Item droppen. Ein Horn. Ja, genau, dieses Horn, was sagst du erstmal zur Textur als alter Designer? Die finde ich nice. Also, ja, er hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben, ne? Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht, 16x16, stabil. Passt zum Minecraft, oder? Ja, passt zu Minecraft. Du kannst es ja mal aufheben und benutzen. Okay, Rechtsklick. Einfach Rechtsklick. Willst du denn das Horn mal blasen, Stegi? Ich kann blasen. Lol. Dann kannst du dich einmal umdrehen und du siehst den neuen Endboss, den Pillager Lord. Oh. Ja. Aber was ist dein erster Eindruck zu ihm? Hä? Wieso sieht der so aus? Ach, nee. Das ist das Texture Pack, oder? Ja, genau. Ach so, ich habe mich schon gefragt. Ja, sieht nice aus. Ja, ist was. Was würdest du schätzen, was das gekostet hat? Bei eBay 25 Euro, nehme ich mit. 25. Soll ich dir sagen? Ja. Es hat tatsächlich nur 5 Euro gekostet. Ja, solide. Ja, aber das ist ein fairer Preis, das oder? Ist ein fairer Preis. Voll auf in jeden Ordnung. Fall. Der, ja. Kann ja nicht, also der kann ja nicht das Rad jetzt komplett neu erfinden. Nee. 5,5er ist ein fairer Preis. Ja, auf jeden Fall.
So, wir befinden uns jetzt auf dem nächsten Server und wir steigern uns langsam im Preis. Wir sind mittlerweile beim Dreifachen von der vorherigen Map, sprich bei 15 Euro angekommen. Und auch hier haben wir einen neuen Endboss mit einem komplett neuen Ritual. Das Ritual ist, ja, ich kann es euch gerne mal zeigen. Ich habe es mir nur mal durchgelesen und mit diesem Ritual soll das Eye of Despair gespawnt werden. So soll der neue Endboss heißen. Wir brauchen dafür ein Itemframe. Ein Crying Obsidian, also das finde ich mal cool, dass ein neuer 1.16 Block mit eingebaut wird. Und ein Eye of Ender. Hey, das kennt man noch gar nicht von einem bereits vorhandenen Endboss. Hätte man vielleicht was anderes nehmen können. Nun auf jeden Fall Crying Obsidian, Item Frame obendrauf und dann soll das Ding da reingeplaced werden. Ich habe ein bisschen Angst davor, was mich jetzt erwarten wird. Oh! Ist es wach? Oh mein Gott! Oh, wer bist denn du? Okay, also es ist auf jeden Fall was ganz Neues. Und die Textur sieht auf jeden Fall selbstgemacht aus. Es sind 4 verschiedene Farben drin und ein neuer Soundeffekt. Hä, aber das habe ich mir ehrlich gesagt schon darunter vorgestellt unter neuem Endboss. Ultra krass. Also wenn die Textur ein bisschen geiler wäre, aber das ist echt sick. Okay, also wir gucken uns das gleich mal im Survival an. Der schießt irgendwie solche roten Leuchtraketen. Es wird automatisch Nacht, wenn man ihn spawnt. Und es hat was. Es ist was komplett Neues. Also das Design ist etwas, was man so in Minecraft noch nie gesehen hat. Er macht Auge. Auf jeden Fall. Also, gucken wir uns mal an, was der jetzt mit uns macht. Er schießt auf jeden Fall Beams. Die sehen texturmäßig aus wie von einem Elder Guardian oder generell von diesen Unterwassermonstern. Unter anderem poisont er uns auch. Also er hat verschiedene Geschosse. Also das ist halt richtig abwechslungsreich, was er hier bietet. Und wenn ich mal selber auf ihn schieße. Okay, also er hat keine Bossbar oder so. Wir gucken mal, inwiefern ich den vielleicht down bekomme mit meinem, naja, unenchanteten Stuff. Er ist schon ziemlich schwierig. Also er macht schon gut Schaden. Wir sind aber auch gerade auch nur auf Easy. Ich töte ihn mal ganz kurz im Fliegen. Also er hält echt viel aus. Okay. Das ist ein echt starker Boss. Also warte mal ganz kurz. Ich habe mir mal Sharpness 5 auf mein Netherite-Schwert gemacht. Und dann haben wir ihn getötet. Okay, das war dann doch ein bisschen viel für ihn wahrscheinlich. Und man bekommt... Yeah, okay, chill. Man bekommt eine Elytra und einen Netherstar. Und man bekommt auch die Items, die man bekommt, wenn man einen Elder Guardian tötet. Ich glaube, man erkennt die Parallelen, wie er das Ganze gemacht hat. Heißt nicht, dass es halt direkt schlecht ist, aber ich finde, so etwas sollte man auf jeden Fall rauspatchen. Bedeutet, man sollte nicht unbedingt den Ursprung des Monsters erkennen. Und das in dem Fall ist halt ein Elder Guardian. Er hat über ein Datapack sozusagen die Textur ausgetauscht und eben neue Skills hinzugefügt. Ist an sich ganz cool und ich muss sagen, für 15 Euro ist es eine nice Sache. Ist ganz cool. Lasst mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von dieser Bestellung haltet. Für 15 Euro fair oder nicht? Ich bin mal gespannt. Wir wollen uns den zweiten Boss angucken. Und zwar ist das relativ simpel. Du nimmst dir einmal ein Crying Obsidian. Okay, hab ich. Dann nimmst du dir ein Item Frame. Hab ich. Dann nimmst du dir ein Enderauge. Ja. Und dann das Auge rein, wenn du dich bereit fühlst. Ich fühle mich gerade wirklich wie bei so einem Tony Hawk Intro. Kommt ihr dann direkt schon? Ja, okay. Und? Hä, das hier oder wie? Nein, das ist ein Pferd. Bitte. Jo! What the fuck? Was? Hä, ist saustark. Das ist unser neuer Endboss. Junge, hä? Was sagst du dazu? Ja, erkennst das du? Ist mega Psycho. Die Textur ist krass, oder? Saustark, also wirklich. Der ist richtig gut. Erkennst du, was es ist? Ihr habt ein fliegendes Auge? Ja, das ist richtig. Macht's dir ein bisschen Angst? Dreh dich doch mal um. Hä, es fliegt weg? Es schießt! Der braucht ultra viele Hits, also der ist super stark. Ja, es schießt auch. Ja, ja. Aber an sich ist schon kreativ gemacht, oder? Ich kann ja auch ein bisschen mega helfen. Krass. Also auch mit der Zeremonie und so? Ja, oder? Also ich finde halt, ich habe am Anfang so gedacht, so wegen Enderauge, so ein bisschen, ja, kennt man schon. Aber ja, dass es einfach ein Auge ist, das ist super geil. Er droppt halt einen Netherstar und eine Elytra. Und du hast den originalen Loot auch von dem Elder Guardian. Das ist ein bisschen, naja. Aber an sich eigentlich eine ganz coole Sache, oder? Sehr stabiler Mob, auf jeden Fall. Jetzt noch so eine Leiste und dann, ja, top. Das ist mega krass. Das ist wirklich geil. Also findest vor allem die Zeremonie und so Sachen. Ich finde so diese Kombination, und auf einmal wird's dunkel, der Blitz und dann fliegt ja so von Nirvana hierher. Was würdest du hier für einen Preis schätzen? Auch so ein 20. Ich würde ihm dafür 45 Euro geben.
Das ist tatsächlich das Dreifache, was ich zahlen musste. 15 Euro was? Hat gezahlt. Ja, für 15 Euro hat er das gemacht. Was? Hä? Also ich, auch saustark. Ja, ey, ohne Mist, die günstigen sind richtig stark. Also die günstigen, die knallen richtig rein. Du hast ihn abgezogen. Nein, hä? Er hat den Preis abgezogen. Du hast ihn abgezogen. Nein. Einmal darf ich das auch. Ohne Mist, du willst nicht wissen, wie oft ich abgezogen wurde. Gucken wir uns den dritten und vorletzten Endboss an. Wir sind mittlerweile in einem Preissegment, was schon ein bisschen teurer wird. Wir sind bei 50 Euro angekommen. Ich habe mir die Info von ihm durchgelesen und wir müssen für den neuen Endboss in den Stronghold bzw. ins End. Ja, ob das Ganze kreativ ist, wir gucken mal. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück und finden direkt hier den Stronghold. Das nenne ich mal Glück. Und zwar, nachdem wir den Enderdrachen erfolgreich besiegt haben, sollen wir unseren neuen Endboss wohl bekommen. Also, so wie wir das halt schon häufiger gemacht haben, haben wir erfolgreich mal wieder den Enderdrachen besiegt. Und jetzt müssen wir, was vorher noch nicht wirklich eine Funktion hatte, etwas mit diesem Ei machen. Mit dem Dragon Eye. Finde ich so gesehen erst einmal kreativ. Wo ist es hin? Nun ja, jedenfalls, wenn man das Dragon Egg dann hat, soll man das hier reinwerfen und rein theoretisch soll ein neuer Endboss kommen. Ich bin gespannt. Ich hab da wohl was falsch verstanden. Man muss es ins Void werfen. Warte, was? Es kann sein, dass ich absolut zu dämlich dafür bin, aber er meinte, ich soll es nicht als Item, sondern als Block ins Void schieben. So, als Block müssen wir es ins Void werfen. Und wir haben den Void Knight, den Ritter, beschworen. Ich werde das bereuen. Leute, Hilfe, wer bist du? Also, er hat mir dazu geschrieben, dieser Endboss hat drei Phasen. Er sieht auf jeden Fall erstmal bedrohlich aus. Ich werde mir mal ganz kurz Equip geben und ihn halbwegs realistisch versuchen zu fighten. So, ich habe mir halbwegs realistischen, ja, ganz okay Stuff mal gemacht. Und wir müssen wohl als erstes diese Dinger töten in der ersten Wave, während er dort oben noch chillt. Kann ich ihn direkt angreifen? Die Pfeile prallen noch ab und er scheint wohl noch untouchable für uns zu sein. Und wir kommen aus dem End nicht raus. Er hat das Portal deaktiviert. Wie auch anscheinend die Enderman, die irgendwie, ja, deaktiviert sind. Also, er hat mir in die Info geschrieben, ich muss als erstes alle Spirits, nennt er sie, diese neuen Monster töten. Ein bisschen komisch, man kriegt gar nicht richtig mit, wenn man diese Dinger tötet. Aber auch ein komplett neues Mob-Design. Was mir insofern erstmal schon ganz gut gefällt, weil das mal ein bisschen was anderes ist. Aber irgendwie... Oh, ist der kleiner? Der ist kleiner und schwieriger zu treffen. Also ich finde das generelle... Oh, die halten aber ganz schön viel aus. Ich habe einen Power-3-Bogen. Also ich finde den generellen Aufbau mit den mehreren Waves echt sehr gut. Und finde es erstmal interessant. Und dort oben ist noch einer. Also teilweise ist es echt voll schwer, das zu raffen. Weil du siehst nicht wirklich, ob du die triffst. Aber bis jetzt geht's. Alright, wir haben alle getötet, war irgendwie ein bisschen schwierig, aber jetzt, was macht er jetzt für ein Skill? Er nimmt Blöcke. Holy, krass. Das ist nice. Das ist ein nicer Skill. Können wir ihm jetzt Schaden machen? Ja, wir können ihm Schaden machen. Und er kann sich wohl nicht so richtig dagegen wehren. Können wir ihn jetzt einfach töten oder was passiert? So richtig Endboss-mäßig? Kommt's mir nicht vor. Oh, ich habe nie was gesagt. Es war eine Trap. Er ist noch nicht fertig. Okay, das ist krass. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, so, okay, ja, das war's. Aber ist es nicht. Wir haben jetzt hier nochmal ein komplett... Ja, das ist ein Skelett, basically, oder? Macht schon ordentlich Schaden, zeig mal. Auch er geht in den Melee mit Wither-Effekt. Aber ich sag mal so, ich würde nicht sagen, dass wir overpowered sind. Also wir sind halt Full Pro 2. Das ist halt Basic Equip, womit man halt in der Vanilla-Welt schon den Enderdrachen fighten würde. Ja, nicht jeder fightet den Enderdrachen mit einem halben Herz und ohne Rüstung. Aber, das ist schon nicht schlecht. Wither-Effekt mit Feuer kombiniert. Ist nicht verkehrt. Die Axt macht schon gut Schaden. Solange du ihn halt einfach auf Abstand hältst, eigentlich relativ machbar. Und wir haben ihn getötet und bekommen auch sein Loot. Eine gedamagte Netherite Chestplate. Und in dem Fall eine... Yo, das ist cool. Das ist eine starke Axt. Also dafür lohnt sich das auf jeden Fall, auch diesen Kampf einzugehen. Das Portal ist auf jeden Fall nach Besiegen des Monsters, ja, wieder offen. Und man kann rein theoretisch wieder zurück in die Overworld. All in all finde ich es kreativ. Also ich finde, am Anfang habe ich so meine Zweifel gehabt, als wir eben gemerkt haben, okay, yo, wir müssen eben ins End, in den Stronghold und eben gegen so einen Typen kämpfen, dass das halt sehr ähnlich zum Enderdrachen vielleicht ist. Weil das ganze
Setting halt schon. Kennt man einfach. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr, sehr gut und es war für 50 Euro, fand ich nicht enttäuscht. Da hatten wir schon andere 50 Euro Bestellungen oder in generell diesem Preissegment, wo ich manchmal Ergebnisse bekommen habe, die halt wirklich komplett fürs Klo waren. Und zwar musst du dafür das Drachenei nicht als Item ins Void werfen, sondern als Block ins Void werfen. Und zwar so hier. Okay. Kommt was Neues. Oha! Oh, einfach Kamerafahrt! Ja, krass, oder? Hä? Das, das ist krass, oder? Holy! Das ist der neue Void Knight. Und der schießt gerade ein paar Spirits auf dich und dagegen die musst du dich erstmal wehren. Ey, das sieht sau gut aus. Ey, der ist aber fies. Ja, es gibt auch so kleine. So, das ist nämlich die erste Wave. Es gibt nämlich mehrere. So, oh, jetzt geht's anscheinend in die nächste Wave. Einfach Blöcke, die in die Luft schweben. Das war so laut. Alter. Oha. Eventuell. Lol, wie nice gemacht. Das ist nice gemacht. Avatar oder so. Aber er ist jetzt, glaube ich, verwundbar. Also du kannst ihn jetzt das erste Mal auch mit einem Bogen abschießen. Ach, er der wird nicht rot. Nee. Ey, das ist aber sick. Es ist aber noch nicht vorbei. Yo. Alter. Er hätte auch richtig viele Waves einfach. Yo. Aber er ist auf jeden Fall zu schwach für dich und du kriegst halt echt krassen Stuff. Ja, du siehst halt, also du kannst ihn relativ schnell outplayen. Ah ne, aber wenn er Bogen hat? Aber du kriegst relativ starken Stuff. Du hast doch was anderes bekommen als ich. Was hast du bekommen vom Bogen? Ich hab den White Bow bekommen. Ja, aber ist halt einfach, du kriegst halt Netherite Stuff und ist aber an sich, was sagst du? Ja, auch sehr stabiler Endboss tatsächlich. Innovativ, halt noch so ein paar Sachen, mit denen, dass es rot wird, ist eigentlich must have oder irgendein anderes Signal, dass der Damage bekommt, aber sonst. Ja, also das fand ich auch stark. Der war wirklich nice umgesetzt, also wirklich. Ja. Allein schon diese verschiedenen Waves. Die Blöcke, die nach oben geflogen sind, habe ich so noch nie gesehen und generell auch, glaube ich, hier im End sieht es nochmal viel, viel geiler aus, weil halt immer diese Endblöcke da so hochfliegen. Sieht schon richtig cool aus. Was würdest du hier für einen Preis schätzen? Ja, hier, weil die anderen so billig waren, würde ich hier auch nochmal sagen, so 20. Was würdest du denn schätzen? Was hat mich der Spaß gekostet? Es war schon halt mehr. Das war das zweiteuerste. Das waren 50 Euro für das. Ja, ist okay, ist okay. Ich sag ganz ehrlich, was ich teilweise schon für 50 Euro bekommen habe, ja, das ist stimmt. Das halt noch voll im Rahmen, finde ich. Ja, ich würde schon 75 Euro von dir da wollen. Okay. Aber dann gebe ich es dir auch schnell. 75 Euro ist ein gut geschätzter Preis. Ich habe tatsächlich nur 50 dafür gezahlt. Denkst du mal, sage ich einfach minus 15, was von dem, was ich denke. Und das hier ist eine der Sachen, die ich jetzt hier habe. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte es mir noch nicht genau angucken, weil du siehst ja auch rechts, dass man 2 von 12 Spielern, man braucht 2 Oha. Mindestens, damit es losgeht. Und das soll hier, ich habe keine Ahnung, was das hier ist, der Endwar. Das hat er so geklaut, oder? Nein. Das ist niemals von dem. Also das möchte ich jetzt hier nicht hören. Von sowas gehen wir nicht aus. Ich musste dafür noch einen Texture wegschicken. Enderwar. Ja, das ist es. Yo, auch das Icon davon ja, wahrscheinlich. Ja. Ey, jetzt mal Rito, ich habe keine Ahnung, wie man die Runde starten kann. Ist das ein Plugin? Ja. Vor allem, was ist das mit den Maps? Die Maps machen, also irgendwas ist ganz verkehrt. Kann ich irgendwie einfach /start? Du kannst ja mal mitgucken. Warte, ich gebe dir OP. Ja, wenn ich Enderwar mache, kommt nicht mal was. /EW, available arguments. Das hat euch niemals gecodet. EW Force Start. Oh oh. Basti, ich hab's kaputt gemacht. Ja, ist doch gut, es soll starten. Endlich startet es. Mal gucken, was jetzt passiert. Also, es war ja, wie gesagt, der Auftrag. Yo, ja. Einen Endboss. Wahrscheinlich, oder? Was ist denn das? Was hat er gemacht? Ja, das, glaube ich, einfach geklaut. Wie? Die Map, was ist gerade mit den Kisten passiert? Ja, lass mal zu den Kisten gehen, zu einer. Und hier ist eine Kiste, öffne mal. Das könnte doch ein neuer Spielmodus auf Gomme sein. Guck mal, da ist krasser Stuff drin. Okay, also so wie ich verstanden habe, haben wir jetzt eine Minute Zeit, um irgendwie uns zu equippen mit den Kisten, die hier irgendwo rumstehen. Dann werden nach und nach Monster kommen und dann später kommen OP-Monster. Ja, hört sich gut an. Aber es ist null, also eigentlich das, was ich wollte. Ich sehe auch keine Monster, die irgendwie spawnen. Also, ich verstehe das nicht. Soll ich mal rumspielen? Ja, also ich würde dir auf jeden Fall mal das Plugin nochmal geben, dass du mal da drüber gucken kannst, dass du mir das erklärst. Was würdest du bis jetzt schätzen, was ich dafür ausgegeben habe? Ja, also vom Ding her ist das, glaube ich, das teuerste. Aber ich habe halt auch keinen Vergleich. Aber das sieht schon... Also wenn er das gemacht hat, ist das schon sehr aufwendig. Es ist schon aufwendig, nur es funktioniert noch nicht. Ja. Ihr werdet sehr sicher nochmal einen Cut bekommen, Leute, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe hier auch nur meine kleine Info, wo gefühlt drin steht, dass ich auf jeden Fall noch weitere Updates bekommen werde. Aber seit 2 Monaten nichts von dem Typen gehört habe.
Okay, Jungs, das hier sind die Dateien, die Basti mir geschickt hat, beziehungsweise die der Autor geschickt hat. Und wenn wir da reingehen, sehen wir im Plugins-Ordner erstmal, dass er viele andere Plugins benutzt, wie zum Beispiel auch das, ey, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Mythic Mobs. Wenn wir mal nach den Plugins suchen, dann finden wir das nämlich auch ganz schnell. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, dass er ein anderes Plugin benutzt, um die Mobs zu spawnen. Die hat nicht mal spawnen. Und wenn wir uns mal sein Plugin genauer angucken, also die Dateien darin, sehen wir, dass es keine Datei gibt, wo er irgendwie in Monster spawnt. Und klar, er könnte es jetzt auch hier drin versteckt haben, aber ich habe alle Dateien durchgeguckt und er benutzt halt das von dem Plugin. Hier, das hier ist die Zeile, wo er auf das Plugin verweist. Das hier ist dieses Mythic Mobs, whatever. Und da spawnt der God 1. Also, Fazit, er benutzt ein anderes Plugin, was nicht mal funktioniert. Und er hat einfach keinen eigenen Endboss gecodet, wie es von ihm verlangt wurde für 250 Euro. Let's go. Also, was können wir abschließend zu dieser 250 Euro Programmierarbeit sagen? Es besteht eben der sehr große Verdacht, dass hier eben, nun ja, nicht wirklich hauptsächlich eigene Arbeit geleistet wurde. Zudem funktioniert es nicht. Wirklich, Leute, es funktioniert nichts. Es ist halt nichts gespawnt und das ist das, was ich haben möchte. Vor allem, ich habe halt allen das Gleiche geschrieben. Ich habe gesagt, ich möchte einen neuen Endboss haben. Und kein Spielmodus. Es ist nicht automatisch gut oder besser, wenn ich, sage ich mal, mehr bekomme, aber dafür eben nicht das, was ich eigentlich wollte. Weil ich wollte eigentlich nur eine Vanille-Erweiterung und nicht so etwas. Ich denke mal, ich bezweifle auch, dass er diese Map selbst gebaut haben sollte. Denn logischerweise habe ich das auch nicht von ihm verlangt. Und yo, holy shit. Dementsprechend kann man mal wieder sagen, dass tatsächlich 250 Euro, sprich die teuerste Bestellung, echt am schlechtesten abgeschnitten hat. Logischerweise. Ich fand die anderen drei nämlich sehr, sehr gut. Preis-Leistungstechnisch waren diese alle vollkommen in Ordnung. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, yo, hey, obvious, weil es eben funktioniert hatte, ist die 5-Euro-Bestellung besser als die 250-Euro-Bestellung. Tja, schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Meinung zu dieser Episode in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, da wir, denke ich mal, sehr positive Ergebnisse hatten, aber auch halt ein ziemlich negatives. Und ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bei Asus Republic of Gamers bedanken für das Sponsoren des heutigen Videos. Vielen, vielen, vielen Dank und ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag und wir sehen uns heute Abend oder beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.